Das braucht mir keiner zu erzählen. Oh yeah. So. Gehen Sie nach oben. Wir kümmern uns um die Orks hier unten. Die hätten gleich noch einen Space Marine mit runter schicken sollen. Aber von mir aus. Okay, so oft kann man das anscheinend noch nicht benutzen. Maximal einmal. Wie es scheint, muss ich das von der anderen Seite irgendwie öffnen. Ich habe ein sehr ungutes Gefühl. Vor allen Dingen kommt die da irgendwie rein und ich bin hier oben. Klasse. Oh, Kack. Das scheint sich sehr zertrümmern zu lassen. Was ist denn hier unten? Ups. Und die gehen schon vor. So. Und genau so funktioniert's. Das macht so einen Spaß. Die schaffen das schon da unten. Das einzige Problem ist wahrscheinlich dieses... irgendwas schießt auf die. Ups. Da war ich zu weit. Okay, das ist doch... Wow. Und dem fehlt jetzt der Kopf. Was zu erwarten war. Ah, Sprungmodule sind schön. Richtig schön. Wenn der das jetzt gleich wieder ablegt, dann drehe ich am Rad, ey. Mehr nötig, um Norm zu töten. Yeah. Okay, alle erstmal schön runterholen hier von irgendwelchen hohen Häusern. Ich kann nur hoffen, dass die durch den Fall sterben. Weil ansonsten was blöd. Ja, da unten sind sie. Die machen anscheinend hier so ist ganz gut. Okay, einer weniger. So, ja, da schöne Doppel-Dash. Funktioniert prima. Bitte das Space Marines! Und nichts geht über die Sprungmodule nicht. Das Beste, was es hier gegeben hat. Schon weitergerückt. Einfach ohne mich, anstatt mir mal zu helfen. Wir gehen einfach weiter. Wie viele kommen denn hier? Ja.
Achievements. Ach, wie schön. Extremst viele. Ich glaube, das war's. Hm? Da hinten war noch einer. Slow Motion Kill. Okay, hier oben gibt es anscheinend nichts mehr. Ups, hier oben ist noch was. Okay, der ist weg. Eindeutig tot. Was ist denn hier hinten alles? Aha, anscheinend nur ein Durchgang. Braucht man nicht. Ich habe eigentlich noch alle meine Munition. Von daher. Oh, man kommt schnell von A nach B, das ist. Oh Gott. Oh, kein Platz. Die Orks direkt in die Festung gebracht. Aber man hätte es doch trotzdem da lassen können. Ist doch scheißegal, ob der Platz da ist. Dann springt man halt nicht. Mann, Mann, Mann. Ja, und der Brocken, das ist eigentlich nur ein großer Steinklotz, der aus dem All irgendwie ankommt. Jetzt sind wir Kapitel 3. Jetzt können wir neue Schädelsonden suchen. Ja. Muss ja irgendwo so ein Ding sein. Okay, ich muss nach rechts, also gehen wir mal links. Okay, mit ein bisschen Glück sind hier keine Scherbosedel, sondern Servo-Schädel-Sonden. Mein Gott, das ist ja mal... Ah, leider. Davon leuchtet noch was rot? Oder ist das nur Einbildung? Hey, Güte, ey. Wie sind die bloß da reingekommen? Das ist ja mal extremst. Eine richtig krasse Gegend hier. Junge. Ja, und du? Einfach weiter hier. Jetzt weiß ich, woher die Karte kam. Das ist eine Multiplayer-Karte vorne wahrscheinlich. Oder? Nee, es wirkt nur so. Okay. Was machen wir jetzt? Reingehen und hoffen, dass wir alles niedermetzeln können. Hm. Man kann wirklich etwas verschwenderischer sein. So. Hier hinten ist... anscheinend geht es hier doch weiter. Du müsstest... Haha. Okay. Und wir haben... Transmechanikus zweiter Klasse Petronius. Dienstlog 31127. Kommunikationskonsole funktioniert normal. Nennenswerte Probleme 1. Ich empfange ein Signal, das nicht da sein sollte. Aber Transmechanikus erster Klasse Alaric wollte mir nicht glauben. Ja, ich habe zuvor Fehler gemacht. Der Pulsar, den ich für einen Tauschschiff hielt. Das Signal des Transporters vom Manufaktor Principalis fehlt. Aber ich liege nicht immer falsch. Etwas nähert sich von der anderen Seite der Sonne. Ich weiß es. Yep. Naja. Artillerie wird in Stellung gebracht. Okay, dort vorne ist eine neue Waffe. Die holen wir uns mal so schnell wie möglich. So lange können die Imperialen nicht überleben. Wir müssen das Geschütz irgendwie zerstören. Mhm. Und was haben wir jetzt?
Vergelterwerfer. Vergeltungswerfer.